In diesem Video überfliegt mich eine MiG-17, fahre durch eine Geisterstadt, parke in einer GDF, besuche ein Sonderwaffenlager, passiere eine Förderbrücke und finde noch ein Sonderwaffenlager. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal eine kleine Rundtour machen und drei ehemalige sowjetische Flughäfen abfahren. Als erstes soll es gehen nach Falkenberg, dann weiter nach Finsterwalde. Dort versuche ich mal das ehemalige Sonderwaffenlager zu finden und dann auf der Rücktour noch in Großenhain vorbeischauen. Also wird bestimmt spannend. Wer Lust hat, bleibt einfach dran und kommt mit. Ich bin jetzt schon in Finsterwalde angekommen. Auf dem Flugplatz von Falkenberg habe ich quasi durch so eine, Zufahrt nenne ich es mal, noch den Weg zu einer Staffel gefunden. Da sind alle Stichrollbahnen noch vorhanden, es sind alle GDFs noch vorhanden. Ich blende euch einfach mal ein paar Bilder ein. Ich zeige euch jetzt mal, wo es hingehen soll. Hier ist Finsterwalde und südlich von Finsterwalde liegt dieser ehemalige Sowjetflugplatz. Als erstes will ich mal die Offizierssiedlung besuchen und zwar ist die genau hier. Hier sind die gesamten Neubaublöcke, in denen die Offiziersfamilien damals gewohnt haben. Dann gibt es hier wohl noch ein relativ großes Schwimmbad mit einem 5-Meter-Turm, das sich wohl hier befindet. Und natürlich das Hauptziel der heutigen Tour ist das Sonderwaffenlager bzw. das Atomwaffenlager, was sich hier befindet. Muss ich mal schauen, wie ich den Weg finde, aber ich denke mal, was ich so gehört habe, sollte man da ganz gut hinkommen. Ja, das ist jetzt das Ziel hier in Finsterwalde. Was für ein seltsamer Ort. Nach dem Abzug der Roten Armee 1993 wurden anscheinend hier alle Blocks nochmal renoviert. Es sind neue Fenster drin, neue Türen, man sieht zwei Edelstahlschornsteine für die Heizungsanlage und hier ist überhaupt kein Leben, kein Mensch. Aber die gesamten Anlagen sehen aus, als wenn gestern hier noch das Leben tobte. Erinnert mich wirklich an den Ort in der heutigen Ukraine, Pripyat. Thank you.
Ich bin jetzt auf dem Weg zum Sonderwaffenlager. Hier rechts von mir ist das ehemalige Schwimmbad. Ich blende euch gleich mal zwei Bilder ein. Und wenn wir jetzt hier rechts abbiegen, sollten wir zum Sonderwaffenlager kommen. Der Lagerbunker wurde zwischen 1961 und 1964 errichtet, hat eine Länge von 70 Metern, eine Breite von 10 Metern und der eigentliche klimatisierte Lagerraum hat eine Abmessung von 40 x 9 Metern. Der Bunker ist mit zwei Drucktoren verschlossen, die jeweils eine Dicke von 45 cm haben. Die gesamte Anlage ist seit dem Abzug der Roten Armee im Jahre 1993 dem Verfall preisgegeben. Bei einer Reportage durch den Mitteldeutschen Rundfunk wurde die mysteriöse Kiste mit der Nummer 38 gefunden. Dabei handelt es sich um eine Transportkiste für einen 360 Kilogramm Atomsprengkopf. Allerdings war diese Kiste leer. Warum der Atomsprengkopf ohne diese Kiste transportiert wurde, wohin und wo er sich jetzt befindet, bleibt wohl für die deutschen Behörden für immer ein Geheimnis. Und jetzt gehen wir voller Spannung die letzten Meter bis zum Bunker an. Das war wirklich nice. Solche Orte sind für mich immer wieder richtig spannend. So, auf der Rückfahrt jetzt Richtung Großenhain. Nochmal an der Förderbrücke F60 vorbeigefahren, die mit ihrer Länge von über 500 Metern schon ein recht imposantes Bauwerk ist. Only one way to describe it is electric.
Ich bin jetzt schon auf dem Flugplatz in Großenhain angekommen und was ich wirklich schön finde, dass man das MiG-17-Denkmal nicht einfach den Verfallpreis gegeben hat, sondern es wirklich schön saniert hat. Ich zeige euch ein paar Bilder. Und auch hier in Großenhain gab es ein Sonderwaffenlager. Aber was ganz besonders faszinierend ist, schaut euch mal diese Torsäule an. Eine typisch russisch-pragmatische Lösung. Genial. Ich besuche jetzt noch das kleine Freilichtmuseum hier auf dem Flugplatz in Großenhain. Eintritt muss man hier übrigens nicht bezahlen. Immer wenn Flugdienst ist, kann man sich die Exponate anschauen. Ich werde das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen dicken Daumen nach oben da, wenn nicht, einen dünnen Daumen nach unten und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!